noch ein bisschen Sackmehl auf der Lunge. Das war ein spektakulärer Gang. Also, da kann man nicht vorwerfen, dass der beide nicht unbedingt wollen. Ja, mal ist klar, dass der zweite Gang. Man hat so ein bisschen, oder ich habe es ein bisschen gesehen, dass es auch also in diese Währung geht, Kesserdemo kämpfen oder so. Und von dem her, ja, ist klar, dass einfach Gas geben. Also du bist nicht einer, der am ersten Gestell oben studiert und sich dort noch lange darüber aufregt? Also ich rege mich auch ein bisschen auf, wenn ich sage, ich hätte etwas besser machen können. Du bist mit Favoriten auch in den Zweigang reingestartet. Der Roger hat sich aber gleich fein ein bisschen gut gewehrt, oder? Ja, wir haben schon extrem manchmal zusammen geschwungen. Jetzt war schon ein Moment nicht mehr. Aber ja, der Rudi ist ein sehr guter Schwinger und macht dem das Leben eigentlich nie einfacher. So, der Adrian Walter auf Siegeskurs, 40 Punkte nach 4 Gängen, gratulieren. Also heute bist du in Bestform, oder? Ja, merci, wirklich, das Laufen sitzen. Nach Wunsch, wie es sein soll, eigentlich eben weiter in der Wiese die Gegner einfach anzugreifen, dass sie gar nicht dazukommen. Das irgendwie ihre Schwünge zu arbeiten, darum ja, geht es jetzt eigentlich alles auf. Gurdin, darf ich ganz kurz dazwischen kommen? Du bist ein gefragter Mann, sehr beliebt bist du da. Nimmst du auch gerne Zeit für deine Fans? Ja, sicher. Mal. Also wenn es in einer Form ein Kampf ist. Ja, nein, es würde ja. Glaube niemand wagen, dich hier zu stören. Du hast souverän jetzt den Viergang gewonnen. Wie bist du so insgesamt zufrieden mit deiner Leistung? Einmal nach einem Gestellten bist du mir gerade davon gelaufen. Bist du, glaube ich, ein bisschen hässig gewesen, gell? Ja, da bin ich gerade ein bisschen hässig gewesen, aber vor allem auf mich selber. Wieso? Was ist das? Ja, weil ich einfach gepudert habe. Ja. Da hinten dran hat jetzt geht der Remo Käser gewonnen. Der ist schnell aus dem Weg geräumt. Ist es so einfach gewesen? Wie es ausgesehen? Nein, also es war überhaupt nicht einfach gewesen. Aber ja, einfach aggressiv schwingen und dann muss es irgendein Resultat geben. Ja. Es war vielleicht ein bisschen eine Wendung. Was war da die Schwierigkeit für dich jetzt in diesem Gang? Ja, sicher immer gut die Finger nehmen. Das ist sehr wichtig, wenn man Sättig hat und dann am Boden. Ja, nie eine Sekunde irgendwie Pause machen oder so, einfach nachher. Deine Freundin ist ja die Schwester vom Weissen Flue, Kilian. Der hat jetzt da vorhin gerade geschwungen. Wie bist du zufrieden mit ihm? Ja, ich denke, ich muss nicht zufrieden sein mit ihm. Also natürlich hat er gut geschwungen, nicht falsch verstehen. Aber ja, er schwingt für sich und bis jetzt die ersten zwei Gänge gut geschwungen. Und schauen wir mal, was weiter noch bringt. Jetzt hast du auch noch den König geschlagen. Mit dem hast du selber nicht gerechnet, oder? Nein, wirklich nicht. Ich habe vor einer Woche mit ihm angeschwungen, im Oberländischen, und dann ist es relativ schnell auf seine Seite gegangen. Und darum habe ich mir gleich vorgenommen, ihn anzugreifen. Ich wusste, er wird kommen. Er greift sehr stark an. Darum habe ich gedacht, jetzt muss ich ihm echt zuvor kommen. So ist es gegangen. Also es hat recht ausgeglichen ausgesehen, der Kampf. Du bist ein würdiger Gegner für einen König. Ja, das ist natürlich schön, wenn man merkt, dass man mit solchen auch gut mitschwingen kann. Dass man dann noch mal also Adrian Walter hat die Fee überrascht? Ja, also ich weiß, dass er sehr gut schwingt das Jahr. Also generell schwingt er sehr gut. Und, ja, aber ich war auch ein bisschen überrascht, dass er so zieht gegen mich. Und, ja, wie es halt manchmal geht. Das ist wirklich eine mega spezielle Situation. Also, dass eben schon vorgängig feststeht, wer Festsieger wird. Wie war das für dich als Schwinger gewesen? Also, ja, geht man da jetzt so ein bisschen Schlussgang rein im Sinn von, er gibt auch einen Vollgas, oder wie ist das? Nein, gar nicht. Wirklich. Wir haben vorhin noch gesagt, jetzt drauf los. Ja, also ich habe vorhin auch schon ein bisschen bei den Schwingern nachher gefragt und auch bei den Zuschauern, wie sie es denn finden jetzt eben hier in diesem Fußballstadion. Die haben es eigentlich allesamt gut gefunden. Gleichwohl hat es im Vorfeld aber auch kritische Stimmen gegeben. Da könnt ihr jetzt sagen, die kritischen Stimmen, die kann man spülen heute. Ja, nein, würde ich nicht sagen, aber es ist natürlich schon ein grosser Vorteil. Wir haben hier ganz eine gute Infrastruktur. Man sieht hier, man sieht es wirklich wunderschön da. Man sieht einen sehr guten Überblick da von den Sitzplätzen her. Teils im Schatten, teils in der Sonne. Also von dort her tut es mir schon noch gut, dass wir eine bestehende Infrastruktur nutzen können.